Ja, die sozialen Medien und die rechtsextreme Agitation angesichts der Coronavirus-Pandemie und der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und das in 7 Minuten, da muss ich mich auf einige Kernthesen konzentrieren, denn wir wollen ja auch hinterher noch miteinander ordentlich diskutieren. Ich fange also vielleicht mal da an, wo es mir sehr wichtig erscheint, nämlich, dass wir schon seit vielen Jahren beobachten, dass sich die rechtsextreme Szene in sozialen Netzwerken organisiert, um gemeinsam Meinung zu verändern. Also das heißt, dieser Prozess ist seit vielen Jahren erprobt und vorbereitet. Ich sage mal so als Stichwort Infokrieg, den die neurechte identitäre Bewegung ausgerufen hat. Wortergreifungsstrategien in den Kommentarspalten von sozialen Netzwerken, wo man einfach versucht, rechtsextreme Einstellungen, also zum Beispiel Antisemitismus und Rassismus, wieder zu einer normalen, sagbaren Meinung zu machen. Also versucht, das zu propagieren, auch eine Meinungshoheit zu erreichen, wenn es geht. Also das heißt, diese Strategien sind tatsächlich schon seit vielen Jahren erprobt. Ziel ist natürlich eine Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts, also von Vielfalt und persönlicher Freiheit in Richtung Homogenität und Repression. Das Internet, muss man sagen, spielt dabei keine ganz rühmliche Rolle, sondern hat tatsächlich Mechanismen, die bei der Verbreitung rechtsextremer Agitation helfen. Nehmen wir zum Beispiel ein Problemnetzwerk aktuell, YouTube beispielsweise, wo man sehen kann, dass auch alles, was wir über den Algorithmus von YouTube wissen oder was wir sehen, dazu beiträgt, radikale Inhalte zu verbreiten. Also beispielsweise, dass der Algorithmus interaktionsstarke Videos bevorzugt und solche, die dann eine große Reichweite haben. Und welche Videos haben das? Das sind natürlich Videos, die kontrovers sind, die debattiert werden und insofern eben viele Menschen erreichen. Wir haben dann die Radikalisierung im Recommended Feed, also die Videos, die mir vorgeschlagen werden hinterher. Das gibt es bei allen Themen. Das dient dazu, Leute auf der Plattform zu halten. Aber wie gesagt, wenn ich mich für Laufen interessiere und irgendwann Marathon-Videos eingespielt bekomme, ist das vielleicht nicht so tragisch. Wenn ich mich für Zweifel an den Maßnahmen der Coronavirus-Pandemie interessiere und bei irgendeinem Arzt anfange und irgendwann bei Rechtsextremen lande, dann ist das tatsächlich schon sehr viel relevanter. Wir wissen außerdem tatsächlich, dass natürlich mit Bewegtbild, mit Video immer sehr viel glaubwürdiger zu lügen ist, um es mal so auszudrücken, als zum Beispiel nur mit Text. Also Bilder geben eine große Authentizität, Leute glauben das eher. Und wir haben bei YouTube, aber zum Beispiel auch bei so Messenger-Diensten wie Telegram zum Beispiel auch das Problem, dass diese Influencer, also diejenigen, die es drehen, wirklich sehr, sehr viel von ihrem Leben preisgeben und dadurch so eine parasoziale Beziehung entsteht. Also man hat den Eindruck, man kennt die Person eigentlich und das macht Menschen natürlich auch viel glaubwürdiger, egal was für verdrehte Fakten sie einem dann präsentieren in diesen Kanälen. Wir sehen halt bei den Messenger-Diensten, um noch einen zweiten Punkt vielleicht zu nennen, auch ein Phänomen, was auch tatsächlich für die Demokratie gefährlich ist, nämlich dass dort eine Direktkommunikation stattfindet, also zwischen den Leuten, die die Kanäle abonnieren und denjenigen, die senden und dass da zum Beispiel gar kein Widerspruch mehr möglich ist. Also insofern trägt das auch zu einer Radikalisierung bei, noch mehr als wenn ich zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter beispielsweise über solche Themen mich informiere, wo halt eben tatsächlich noch Menschen aber auch Gegenrede machen können. Im Messenger-Dienst bin ich mit den Hassinhalten quasi allein. Insofern funktioniert das für die Radikalisierung leider auch sehr viel stärker. So viel sozusagen zur Analyse. Man muss auch feststellen, dass es leider funktioniert. Also dass dieses System, was seit vielen Jahren eingeübt wurde, irgendwie jetzt auch Früchte trägt. Ich habe das mal genannt, die Akquise funktioniert ein bisschen flapsig irgendwie. Also wir sehen halt gerade jetzt in der Pandemiesituation, dass sogenannte alternative Medien, also gemeint sind halt rechte Desinformationsmedien, online wirklich sehr große Leser- und Zuschauerzahlen erreichen, dabei auch ein enormes Wachstum haben, tatsächlich zum Beispiel von Januar angesehen, irgendwie bis eben zum Beispiel Mai, Juni. Da haben sich viele Kanäle tatsächlich verdoppelt in der Abonnenten- und Abonnentinnenzahl. Wir sehen, dass diese gerade so die rechtspopulistische und demokratiefeindliche Botschaft auch von natürlich zum Beispiel der AfD verstärkt wird, die das in die Parlamente trägt. Und was mir besonders Sorge bereitet tatsächlich, dass es immer wieder auch und leider auch immer öfter passiert, dass konservative Medien die Narrative und Erzählungen von solchen rechtsalternativen Blogs übernehmen und natürlich damit die Wirksamkeit und die Breitenwirkung extrem stärken. So können wir halt sehen, dass tatsächlich rassistische und antisemitische Verschwörungserzählungen auf diesem Wege eine weite Verbreitung in der Gesamtgesellschaft finden, weit über die rechtsextreme Szene hinaus. Und die Folge davon sind ganz praktisch eben auch nicht nur, dass Desinformationen verbreitet werden, sondern dass Menschen angegriffen werden, weil sie als vermeintlich Schuldige ausfindig gemacht werden.
Gleichzeitig muss man sagen, dass die Gegenstrategien, die wir haben, bisher alle nur so halb greifen in der aktuellen Situation. Ich sage mal einmal das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel, das Deutschland ja hat seit 2017 und das uns auch viele andere europäische Länder beneiden. Aber tatsächlich auch das konzentriert sich halt nur auf strafrechtlich relevante Inhalte. Und die sind nach unserer Beobachtung oft gar nicht mehr das Problem. Die erkennen soziale Netzwerke auch und können damit umgehen. Die sind ja strafbar. Schwieriger sind tatsächlich die Sachen, die eigentlich legal sind, aber trotzdem die Gesellschaft vergiften. Und aktuell haben wir es halt auch mit einer, sag ich mal, antidemokratischen Szene zu tun, die zunehmend faktenresistent wird. Also wo man merkt, dass Gegenrede beispielsweise gar nicht mehr ankommt, weil sich Leute einfach verabschiedet haben aus dem Konsens, dass man beispielsweise Journalisten und Journalistinnen zutraut, dass sie Dinge überprüfen oder Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Dazu sitzen wir sozusagen immer noch im Dunkeln und pfeifen, irgendwie, weil es nicht genug Transparenz gibt über Algorithmen, weil es nicht genug Forschung darüber gibt und weil auf der anderen Seite auch Beratungsstellen fehlen. Und da bin ich sozusagen in der aktuellen Situation. Im Moment sehen wir natürlich eine große Überschwemmung auf allen Kanälen von Verschwörungserzählungen und verschwörungsideologischen Inhalten. Viele Menschen sind plötzlich in ihrem Nahumfeld davon betroffen, dass Familienangehörige, Freunde und Freundinnen oder Arbeitskollegen und Kolleginnen anfangen, irgendwie sich plötzlich selbst auch als Impfgegner und Impfgegnerinnen zu outen oder der Meinung sind, dass Deutschland keine Verfassung hat oder ähnliche rechtsextreme Inhalte, die es vorher nur am Rand gab. Und es gibt tatsächlich wenig Beratungsstellen und wenig Möglichkeiten, sich zu informieren, was ich dann tun kann. Deswegen vielleicht noch drei Sätze dazu, was man dann tun kann. Natürlich, wenn es im persönlichen Nahumfeld passiert, immer wieder sprechen. Auf großen Diskussionen online irgendwie wird das schwieriger. Die Leute müssen einem schon zuhören wollen. Ich finde da tatsächlich immer sehr zentral, vor allen Dingen darüber im Gespräch zu bleiben, wenn man kritisch ist gegenüber den Maßnahmen angesichts der Coronavirus-Pandemie. Das ist vollkommen legitim, aber wie mache ich das, ohne dass ich mit Antisemiten, mit Rechtsextremen oder ReichsbürgerInnen zusammen auf der Straße herumlaufe oder mich mit ihnen gemein mache? Darüber müssen wir offensichtlich als Gesellschaft noch viel mehr reden und streiten.